Sommerferienprogramm der Salzburg ist jetzt für Kids auf Digitalisierung. Energiespartipps nach einem langen Winter, das sollten Sie unbedingt beachten, und Nachhaltigkeit in der Textilbranche. Salzburger Unternehmen zeigt, wie es geht. Das sind die aktuellen Themen und somit herzlich willkommen beim Salzburger G-Magazin. In Kooperation mit Alphason veranstaltet die Salzburg AG vom 8. Juli bis 1. August 2019 wieder einwöchige Robotercamps für Kinder ab 9 Jahre. Eltern können ihre Kinder ab sofort für das Camp anmelden, solange natürlich noch Plätze zur Verfügung stehen. Und was die Kinder im letzten Jahr, im letzten Sommer gelernt haben, das zeigen wir Ihnen jetzt. Mein absolutes Highlight ist so die erste Inbetriebnahme, also wie der Roboter dann das erste Mal gefahren ist. Das war das Highlight für mich. Jetzt. Was Felix aus der Stadt Salzburg hier cool findet, ist ein Teil des unternehmenseigenen Innovationsprogramms der Salzburger AG, bei der wir die digitale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen fördern. Aus diesem Grund fanden im Sommer Robotercamps statt, bei denen man einen Roboter erforschen konnte, einen Disco-Roboter bauen und sogar eine humanoide Version erstellen konnte. Die Zukunft ist digital und die Technologie ist auch digitalisiert. Die Salzburg AG ist ein digitalisiertes Technologieunternehmen und für uns ist es ganz besonders wichtig, auch den jungen Leuten zwischen 8 bis 15 einfach auch die Möglichkeit zu geben, Zukunft digital zu gestalten. Wir haben die Robo-Beginners besucht, wo 10 junge Teilnehmer in einer Woche gelernt haben, einen Disco-Roboter zu bauen und zu programmieren. Der Roboter kann in verschiedenen Farben blinken, fahren und eine Melodie spielen. Gesteuert wird er über eine eigene dafür programmierte App. Ich habe eigentlich sehr das Programmieren gelernt, weil ich habe mich eigentlich dafür interessiert, aber ich habe es eigentlich nie so richtig herausgefunden, wie es geht. Weil mit diesen ganzen Zahlen und Klammern, das ist schon ein bisschen verwirrend. Da braucht man schon einen, der das zeigt. Die Camps dienen nicht nur als Ferienprogramm, sondern auch zur Schulentscheidung oder möglicherweise zur Berufswahl. Der massivste Vorteil ist für mich der, dass die Kinder in diesem Alter, 12, 13, 14, vor allem selbst entscheiden können, ist das was für mich? Weil wenn wir uns ehrlich sind, wenn die nach einer Woche draufkommen, das war zwar lustig und interessant, das ist aber nicht das, wo ich mein ganzes Herzblut reinstecken will, dann ist das eine riesen Errungenschaft, was da gewonnen haben. Ob die gebauten Roboter auch mit Luke Skywalker abheben können, sei dahingestellt. Eines steht fest, alle wollen im nächsten Jahr wiederkommen. Wir kommen jetzt zur Energieberatung der Salzburger AG. Besonders nach dem harten Winter von heuer sollten Sie so einiges checken. Ein paar Tipps zeigen wir Ihnen jetzt. Nach einem schneereichen Winter wie dem heurigen sollte man im Frühjahr einen Rundgang rund ums Haus machen und auch durch das Haus, um festzustellen, ob es irgendwo Schäden gibt. Wir fangen dazu gleich im Bad an. Gut. Im Bad schauen wir uns jetzt speziell die Ecke zwischen diesen zwei Außenwänden an. Hier entsteht am schnellsten einmal Schimmel. Genauso aufpassen muss man im Keller und das sollten Sie bitte unbedingt in allen Räumen kontrollieren. Als nächstes schauen wir uns den Heizraum an. Bei dieser Anlage ist nicht viel umzustellen, die macht es vollautomatisch. Aber denken Sie bitte auch an Kesselanlagen, die noch eine händische Steuerung haben, wo im Handbetrieb umzustellen ist von Sommer auf Winter, wo Heizungspumpen deaktiviert werden müssen, wo man kritisch hinterfragen muss, ob die Warmwasserbereitung im Sommer nicht wirtschaftlicher ohne den Kessel, sondern mit einer Alternative von der Sonne zum Beispiel beheizt werden kann. Das Frühjahr ist auch der ideale Zeitpunkt, über einen Service der Anlage nachzudenken oder überhaupt über einen Kesseltausch. Es gibt im Moment attraktive Förderungen von Bund und Land, den sogenannten Öl-Raus-Bonus. Was für mich auch dazugehört im Frühjahr ist das Aufschreiben des Energieverbrauchs der Heizperiode. Wenn es noch Fragen gibt bezüglich der Heizung oder den Wunsch nach einem besseren Raumklima, wenden Sie sich bitte an unsere Energieberatung. Lehrlinge sind bei der Salzburg AG auf der Überholspur und aus diesem Grund stellen wir Ihnen im Salzburger G-Magazin laufend spannende Lehrberufe vor. Die Salzburger AG hat schnelles Internet und Kabel-TV, dass das auch so bleibt. Dafür ist Georg zuständig, unser Lehrling, und wie es ihm dabei geht, schauen wir uns jetzt an. Moin Georg. Moin. Okay. Wie geht's da? Ja, mir geht's super. Was machst du denn da? Ich schaue gerade, ob die Signalqualität am Fernseher passt, dass der Fernseher optimal laufen kann. Aha, und wie heißt dein Lehrberuf? Elektronik, Kommunikationselektronik. Wie schaut denn so dein Arbeitsalltag aus? Ja, wir sind viel bei den Kunden unterwegs und
In letzter Zeit bauen wir jetzt voll die Netze aus, dass wir ein gutes Internet haben. Und da sind wir natürlich mit unserem Beruf an vorderster Front dabei und werken voll mit, dass das Internet allweil schneller wird. Wie geht es dir da mit den Arbeitskollegen? Ja, die Arbeitskollegen sind voll nett, mit denen verstehen wir ja voll gut. Und ja, kann man eigentlich nichts sagen gegen. Zwischendurch habt ihr auch eine Lehrwerkstätte, habe ich gehört? Ja, wir haben eine Lehrwerkstätte gekriegt. Die ist voll schön, haben sie ein wenig umgebaut. Und da bereiten uns unsere Lehrlingsausbildung optimal für die Berufsschule vor. Und wenn wir in der Schule gut sind, dann kriegen wir natürlich auch eine Prämie dafür. Du, ich will dich gar nicht weiter stören. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und danke dir. Okay? Ciao. Ciao, für dich. Für dich. Mehr als 90% unserer Kleidung stammt aus Asien, insbesondere aus China, Bangladesch oder Indien. Die Bekleidungsindustrie produziert mehr Treibhausemissionen als alle internationalen Flüge und Schiffe zusammen. Außerdem werden Flüsse und Trinkwasser vergiftet. Es geht aber auch anders. Für den früheren Polizisten Robert Lahner war und ist Kleidung ein absolutes Statement. Was du trägst, das bist du auch. Mit der Marke Erdbeer setzt er seit 2013 auf ökologisch nachhaltige Mode. Wir wollten immer ein Symbol schaffen, um auch das, an was man glaubt, nach außen zu tragen. Und so haben wir Erdbeer gegründet, der Bär, der sich für die Erde einsetzt. Und nebenzu finden wir bei uns auch noch Accessoires, Sonnenbrillen aus Holz, Uhren, Trinkflaschen aus Glas. Alles, was halt so in diese nachhaltige Schiene passt und cool dazu passt, was man so im Alltag benutzen kann. Die Mode wird in Salzburg designt und nach europäischen Standards in Portugal und Griechenland produziert. Somit spart man massiv CO2 ein. Um den restlichen CO2-Anteil auszugleichen, werden Umweltprojekte wie Wasserkraft und Aufforstungen in Südamerika gefördert. Wir haben immer sehr stark versucht, dass man sich vorstellt, wie schaut was aus, wenn es fertig ist. Und dann haben wir uns in sehr jungen Jahren schon so die Gedanken gemacht, wie kann die Entwicklung der Welt weitergehen, wenn es fertig ist. Und wenn es fertig ist und so weiterläuft, sind wir uns sicher alle einig, wird es nicht so positiv enden für unsere Kinder oder auch selbst jetzt für uns. Und deshalb ist es für uns einfach eine Grundvoraussetzung, dass Produkte ein Kreislaufdenken haben müssen, dass es die Ressourcen schont, dass es wiederverwertbar ist, um einfach die Welt positiv zu gestalten und auch in Zukunft diesen einen Planeten, den wir jetzt haben, zu schützen. Und so ist es naheliegend, dass Mode teilweise aus Holz gefertigt wird. Dieser Holzstoff wird direkt um die Ecke in Oberösterreich produziert. Holz hat die Eigenschaft, sehr weich zu sein, wenn man einen Stoff daraus macht. Außerdem hat Holz kühlende Eigenschaften. Das ist jetzt so eine Bluse aus Holz, wie man sieht, gefällt sehr schön und ist auch unglaublich weich, also wenn man es angreift. Und man kann sich echt wirklich schwer vorstellen, dass man aus Holz Kleidung machen kann. Es ist allerdings möglich. Die Marke Erdbeer unterscheidet sich von anderen Öko-Labels darin, dass der Street-Style im Vordergrund steht. Außerdem wird speziell die junge Zielgruppe angesprochen. Erdbeer sieht sich aber auch als World Changer. Weil wir einfach überzeugt sind, dass vor 5 Jahren mancher World Changer sein wollte, heute sind es viele. Und in 5 Jahren wird es jeder sein, weil es ist am Ende des Tages einfach sehr gut anfühlt, wenn man was gemacht hat, was positiv ist. Vertrieben wird die Marke bereits in 8 Ländern. Außerdem ist man in Sachen nachhaltiger Firmenbekleidung aktiv. Für Unternehmen, die ihr Bekenntnis zur Nachhaltigkeit auch nach außen tragen wollen. Mehr zu diesem Thema finden Sie natürlich auch in den aktuellen Lebenslinien, dem Kundenmagazin der Salzburg AG, übrigens auch im Internet auf www.salzburg-ag.at.